Moin, herzlich willkommen bei Rix Modellbau beim Fendt geht's weiter, Ausgabe 57, das Mähwerk dritter Teil. Ja, mal schauen. Wir haben neun Arbeitsschritte oder ja, neun. Mal gucken, was es so Schönes gibt. Naja, immer wieder Fanstory. Schleppe aus einer Hand, Güldner. Die sahen ja irgendwie ganz schön, wenn man so guckt, richtig protzig aus. So richtig kraftvoll, als ob die so Kraft nur so strotzen. Gut, dann geht es wahrscheinlich weiter mit irgendwas, ne? Gut, wir fangen mal an. Erstmal wird wieder die Teile hier befreit. Zack. Juhu. So, dann muss ich mal schauen. Erstmal wird hier ein bisschen was zusammengebaut. Ja. Werde ich euch mal ein bisschen nach unten befördern, damit ihr ein bisschen mehr sehen könnt. Was haben wir denn überhaupt für Schrauben? CP, MM, DP und AM. Gut, wir haben hier so ein kleines Zäpfchen. Das kommt in dieses schöne Fendt-Emblem. Das wird hier hinten reingesteckt einfach. Eine Scharnierbrücke heißt das. Muss hier in diese Bohrung rein. Vorsichtig heißt es. Klack. Ob das jetzt vorsichtig war, keine Ahnung. Es ist drin. Und es ist nicht kaputt gegangen, also muss es ein Stückchen vorsichtig gewesen sein, ne? Okay, als nächstes haben wir hier Scharnier oder sowas ähnliches. Ich lege mir erstmal die AM-Schraube bereit, die ich brauche. Damit es gut läuft. Manchmal tue ich schmieren, auch wenn Mario meint, das braucht man nicht immer oder er macht es nicht. Ich mache es ja nicht immer, aber manchmal ist es von Vorteil. Zuerst muss ich gucken, wie ich das jetzt mache, damit ich das gut halten kann, ihr was seht und ich auch noch schrauben kann. Dass ihr auch was seht. Ups. Jawohl, das ist schön fest. Jetzt haben wir hier, nein, diese hier, Plastikstange. 3,5 und 3 mm und 2,5. Das hier sieht länger aus als das. Ich mache das jetzt mal nach Augenmaß. Und ich brauche eine DP-Schraube. Nur eine, nicht gleich alle raus. Was habe ich denn da? Brauche ich denn kleiner? Da passt auch der größere. Ja, der größere passt besser. Also der größere hier in dieser Vertiefung. Und von unten. Wenn es denn jemand nicht hier weghauen würde immer.
Eieiei, immer diese Eigenleben von den Teilen. Okay, ich muss es anders machen. Es mag mich nicht. Eieieiei, das ist wieder was, wo es ein bisschen viel Geduld kostet, Zeit kosten kann. Aber wenn das jetzt nicht gleich so hinhaut, wie ich das gerne hätte, muss ich immer andere Seiten aufziehen, ne? Jetzt hat's verloren. Gut. Jetzt kommt wieder mein guter Freund, der Fendt. Mei, der ist schwer geworden. So, mich hat jemand in den Kommentaren gefragt, was das hier für ein Klebeband ist. Ja, damit habe ich halt eben diesen Hebel hier befestigt, damit er mir nicht ständig hier rumfliegt. Und so wie ich mich kenne, würde ich ihn nämlich, hätte ich schon 10 Mal abgebrochen. Deshalb habe ich ihn hier mal festgebappt. Es hat also nichts mit dem fertigen Modell zu tun. Ne? Nicht, dass er denkt, was hat denn der da für ein komisches Ding? Eine CP-Schraube vorbereiten. Dann haben wir hier unten eine Flagge. Das geht besser. So, das kommt da dran. Jetzt kommt dieses Teil hier. Kommt hier irgendwie so rein. Die andere Seite. Ah. Brauche ich dieses hier, dieses Teil. Das wird jetzt, Moment, ich verschiebe euch noch mal ein bisschen. Entschuldigt, wenn es so ruckelt. Es kommt jetzt hier runter. Könnt ihr das sehen? Es ist nicht sehr hell hier. Ne? Wie kriege ich denn das mit meinem Licht am besten gemacht, dass ihr auch was seht? Mal gucken, ich habe hier so ein. Sieht man da ein bisschen besser was, wenn ich das Lämmchen hier. Mal gucken, dass ich das Lämmchen hier auch so halten kann, dass es hält. So, haben wir noch ein bisschen Licht dazu gekriegt und das wird mit 2 mm Schrauben befestigt.
So, und dann haben wir hier eine, ups, hier, diese Einkerbung, das kommt dann wie auch immer hier so drauf, wird hier unten dran gehalten. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen oder einigermaßen. Entschuldigung. So. Jetzt kommt auch diese Plastikstange da, die ich mir gewünscht hätte, man hätte sie aus Metall gemacht. Jenes bisschen da. Und diese Stange kommt in hier oben rein. So. Das ist schon immer drin. Müsste rein theoretisch das ja irgendwie was mit dem Tum-Tum. Also irgendwas Bewegtes, aber ich glaube, das ist noch nicht. So, da haben wir aber schon mal. Sieht er nicht schön aus. Der Mäh-Aufzug. Okay, ja, das war's. Alle Teile verbaut, nichts übrig, jeweils eine Reserveschraube. Dann war's das für die Ausgabe. Ich glaube, ich werde die nächste auch gleich abdrehen. Ja, aber die seht ihr dann die nächste Woche. Von daher sage ich vielen Dank wieder fürs Einschauen. Tschüss, macht's gut. Euer Rick.